Und damit hallo und servus, liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Les Martin Assassin's Creed Black Flag im hier, was haben wir jetzt hier, 6. Stream. Ja, man sieht hier unglaubliche 3% Vollendung mittlerweile, das Ding muss irgendwann noch auf 100 stehen. Aber gut, jetzt haben wir das nach wie vor an hier, was? Ja, genau, was? Okay, ja, genau, machen wir jetzt einfach weiter, ja, wir sind ja noch in Havanna. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, was wir heute da reisen können, weil ab jetzt kenne ich es auch nicht mehr. Alles weitere davor war ja noch Offstream hier, weit vor meiner Zeit, mal so gesehen, 2015 hier, wo ich da angefangen hatte. Und ja. Genau. Hallo, gehst du weg? Danke. Gut, dann schauen wir es einfach mal. Ich schätze, ich muss da hinten zu dem Boppel dahin hier. So, mal gucken hier. Halt, Moment, deine Arzt Ruhe, die holen wir auch nochmal gleich. Wenn wir schon hier rumeiern. Können wir das ja gleich mitmachen, ja? Brauche ja eh noch Kohle. Tag, Fischhaber. Ich suhl mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Hui! Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Ja gut. Das müsste ich theoretisch auch immer noch machen hier mit, mit den Mädels angeheuert. Ja. Deswegen mal gucken. Ja, Tag, Lara. Was, das ist wieder der Pirat Donner in der Box? Oh Mann, ey. Ja genau, so ungefähr, Holger. Na, so ungefähr. So. Morgen mit Kino kam es nämlich scheiße aus, weil ich hatte mit dem Entwickler geschrieben, ja. Da muss ich doch tatsächlich hier meinen allen Sparstand resetten, mehr oder weniger. Sprich, gut 4 Stunden spielen für den Arsch. Aber ja gut. Na, das hier sind wir dann morgen. Was? Feuer am Strand? Nicht den Kämpfe verwickeln lassen? Na klar. Hat schon Servus Lara gesagt, weiß ich nicht. Servus Lara. Tag Predator. So. Jetzt haben wir es aber. Attentatsziel. Ja. Na dann. Ja, tingeln wir einfach mal dahin. Also auch eine Nebenaktivität. Aha, okay. Okay. So, jetzt haben wir es doch, oder nicht? Das bin da. Also, los geht's. Wow, ja, geht's ja daran, ja? Sehr geil. Also nochmal Platin mehr, sehr cool. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Hast du jetzt eigentlich den Bug da immer noch bei dem 3er Remastered? Mit dem nicht rennen oder so? War ich da jetzt eigentlich dann oben drauf? Warte mal. Ja, ne?
Oder weil das so komisch grau ich weiter noch nicht. Ich weiß es nicht. Mann. Nein, danke. Geh mal auf mal hoch, Schaden tut's nicht. Ah, okay. Oh, nein. Da kam ja letztes Mal zwei Updates, glaube ich, müsste das sein, kam da raus. Also Patches meine ich. Also könnte es ja eventuell sein, dass das funktioniert. Ja, genau, weil ich es hier erkannt. Ach, das ist auch Sequenz 2. Okay, gut, da war ich dann doch schon. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Si, Señor Walpole. Entre, por favor. Vergessen. Ese es el hombre? El, ¿cómo lo llamabas? Asesino. Ah, doch, stimmt, ja, genau. Die Mission habe ich schon noch gemacht hier, aber danach weiß ich es nicht mehr. So. No me gusta que los extranjeros se pasen. Y no consta. Da los. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitado. Eins oder drei ist aktuell so. Okay, da kam nur ein Update raus. Da kam nur eins. Ich dachte, wären zwei gewesen. Na gut. Llévame ese en alta mar. Sé indulgente con él. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Ja, das wäre das echt ein großer derzeit, das ist echt furchtbar. Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe die Kugeln fasst und nicht andersherum. Ich werde einen englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifik! Ja, habe ich ja mittlerweile gesehen, ja. Ja. Da kann man echt nichts sagen, ja. So. Jetzt haben wir 11:08. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. So.
zwei Klingen. So will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Danken. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr. Just Dance. Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Ja. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Tag, Robert. Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Luftattentate? Zeigt ihr es uns? Nö. Magnifique. Ja. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Ja. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ieb! Wunderbar. Na also. Genau, das hatte ich noch gemacht, da hatte ich aufgehört, ja. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Das geht einfach für Schauer. Ebenfalls, doch einige und zwar haben die ja dieses Crime and Reputation System geupgradet oder verbessert auf alt. Gouverneurs oder ein so. Fast bekannter wie ich selbst. Na, Moment kurz. Klingen, Kanonen, Granaten, alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schafften es. In also Zukunft egal. Gedenke ich dieselbe Taktik in der Karibik einzuführen. Und zwar ist ja jetzt damals ja so gewesen, ja, die Leute vergessen eher nichts. Na? Das war nicht schwer. Es wird zwar schon mit der Zeit wieder hochgehen, mein Ruf, na? Aber das ist so weit runter, jetzt hier gerade dieser Diebstahl-Scheiße, die Quest, die ich da gemacht habe, hier, dass ich die nur noch bedingt sehr schwer nach oben kriege. Na? Und ich brauche ja hier 80 Ruf überall in den ganzen Hauptstädten für den Trophy. Und da habe ich mit dem Entwickler nur geschrieben, die haben bloß gemeint, hier leider, ich könnte es vielleicht gerade noch so hinkriegen, Mr. mit viel Glück. Aber sicher ist natürlich, dass ich das Zeug aus gar nicht mache, wenn ich auf die Trophy aus bin. Weil so viele Nebenquests habe ich nicht mehr, dass ich das eventuell wieder hochkriege. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Na, das war das zweite, also die Story-Mission. Bin jetzt gerade bei der Mission 6 von 24 oder 32, irgendwie sowas hier. Ja, weil ja, so Nebenquests alle machen und das war genau der Fehler, mehr oder weniger, dass ich die Nebenquests gemacht habe, auch mit Diebstahl und so weiter. Weil die letzte ist echt nicht gerade ohne, die letzte Diebstahl-Quest. England
Ja, die hätte ich hier weglassen sollen. Trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer. Anders gesagt. Und wahren Herrscher dieser Welt. Bin ja jetzt hier bei 22 von 80 Quests, die ich machen muss. Für eine Trophy. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Nee, ich muss ja nicht neu anfangen. Ich muss nur ungefähr den Schwachstand von vor 4 Stunden davor nehmen. Na? Ist die Leidenschaft sich abkühlt. Anders gesagt, aber Fischau, da war sie ja auch noch da mit dem Tanz mit dem Teufel. Na? Wo ich da die Trophy bekommen habe. Den Schwachstand, ab da muss ich weiterspielen. So. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Black Flag, Lara. Lasst uns zu Werke gehen. Na, bist du halbwegs wieder in der Reihenfolge, also in der Synchronisation. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte... Ne? Ne? Seit 2 Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armeasphäre sozusagen. Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Echt ist? Davon. Dieser Multiplayer ist toll, Lara. Ja, das werden sie. Doch. Dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Ja, aber schieß. Herausforderung haben wir den Fall jetzt nicht. Wir hatten. Ja, komm her. Zack. Push ein bisschen Ubisoft hier. Geil, ne? Da. Ja. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Früh. Ja. Ah, gleich hin. So. Hä? Ja, die Frage ist jetzt, bin ich jetzt also einigermaßen schneller, ja?
Alarma! Nö, nö. Keine Lust hier. Gott. Tja, ja, theoretisch können wir daraus mal alle abschließen, ne? Geldgewinn, bitte. Ja, und was war hier die Truhe da? Mein Gott, ich meine Ruhe, die Trüblinde kannst du ja. So. Alle klar. Aber den brauchen wir nicht. Machen wir hier den Turm da. Ja, machen wir hier erstmal das Nebenzeug hier, dass das auch noch komplett fertig ist hier. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte, hört, was ich sage. Mai. Läuft. Hat. Kenway. Also ich gesagt, ach, Carmen, oder nicht? Wir sehen uns an Bord. Dachte ja. Ja, komm. Dann lohnt sie eh nicht. Oh, da ist sie. Ja, gerade Robert hier beim übernächsten Mal oder so was, hier mal hier eine Runde in CQC rein. Dann.
Ja, cool. Ja, heul leise. Gut, also wenn wir boosten wollen, dann sollten wir uns absprechen. Dann geht's natürlich halt schneller, ne? Na, gerade was ich 10 Team-Deathmatches gewinne oder sowas gehen, geht da eigentlich normalerweise relativ schnell, behaupte ich jetzt einfach mal. Je nachdem, was da für ein Timer drin ist. Ich hatte ja gesagt Dienstag. Also bei mir ist heute Dienstag. Also die ist auf jeden Fall wieder da. Ob sie am Donnerstag kann, aber sie gefragt, weiß ich noch nicht. Muss ich dann spontan schauen. Montag 11 Uhr? Ups. Echt jetzt? Das sollte dann aber, wenn dann aber Dienstag heißen. Hoppala. Ja, siehst du, man traue halt nicht den Leaks, ne? Weil Leaks sind immer so, naja, kann sein, muss aber nicht. Ein Target oder nicht? Wo sind das jetzt hin? Hä? Ja, gehen wir mal da hin. Kein Plan. So was gerne. Nee, eigentlich nicht, aber ich wollte eigentlich hier. Ich wusste ja, dass ich jetzt hier am ersten Tag hier mal meine Arbeit mitmachen wollte. Normalerweise ist es montags, weil ich war deswegen hier das dann irgendwie leicht falsch geschrieben. Wäre zumindest ein Grund, aber ich meinte eigentlich definitiv Dienstag. Tut er, ne? Und ja, das, was ja da meinte, ja, was eventuell die schlecht sein könnte als Channel und so, ja, natürlich ja gleich instant umgesetzt. Fast instant. Na, das geht auch ganz gut. Also geht doch. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber bei allem, was hier heilig ist, ich bin es nicht. Oh.
Captain Kenway, mein Rope. Gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Das stand in der Fandom drin. Er muss einfach mal hier nach CQC. Was hat der gegoogelt hier? Ach, CQC Minimum Players. Hab ich gegoogelt. Und da habe ich es gefunden. Gut, eigentlich hätte ich jetzt da auch hin schnell reisen können, ne? Na egal. Links, rechts. So, Moment. Ach. Ja, genau, den haben wir auch noch nicht. Holen wir den Arm noch schnell her. Zu nahe, Notstopp aktiviert. Woher kenne ich das? Was? Was rennt er da durch? Echt jetzt? Geh doch da hoch. Ah, Trottel. Hä? Geht's da nicht, oder was? Mein Gott. Ja, renn mal zum anderen. Hm.
Oh, echt jetzt. Ja, Olga, wer ist denn hier am Donnerstag dabei? Nee, ne? So. Okay. Passt. Passt. Ich habe mit dem immer noch keine Ahnung, aber gut, das wird sich hier bestimmt wieder selten aufklären, ja? Probier es jetzt gerade mal. Gut, das wird nicht funktionieren. Nö. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Schade. Hätte dann so gehen müssen. Nee. Gut. Das. Jo, die Truhen, die jetzt hier unterwegs sind, ja, das passt dann immer die mit, aber sonst ja. Machen wir es bewusst. Ja. Na, ja, kannst du gleich dann mitmachen, Holger, ne? Mit hier PvP dann. Dann können wir das da schon mal hier eine Runde mal datteln. Also diese Arena da. Ah, okay. Ja, praktisch. Da, Holger im Weltraum. Mit Kurierasser. Ja. So, den da noch? Na. Keine Steuer mehr. Alles klar. Die gute alte Brieftaube.
Da hinten war gerade nochmal Piraten erneuern. Machen wir auch nochmal gleich. Was läuft? So, Moment. Ist hier noch mal einer? Husch. Oh mein, die kamen her. Nochmal 1000 Reales. Na. Ah. Genau, Piraten retten. Die geht gerade auch mal kurz dahin. Holen da die Mädels. Na? Probieren gerade mal die eine Sondertrophäe hier. Na komm. Man soll ja bewegte mehr Möglichkeiten, aber umso früher ich die weg habe, umso besser. Wenn es überhaupt so funktioniert, weil theoretisch gesehen muss die dann befreien hier mit den Mädels hier. Und wenn die attackiert werden, kann ich sie ja nicht wirklich befreien. Ne? Ja, müssen sie Second Level Software arbeiten, dann kriegst du von mir genug. Ne? Also, da habe ich jede Menge. Okay. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Na ja. Dachte mir, das ist so nichts von hier. El asesino está escapando. Der Teufel euch die Augen auskratzen. Usch. Nee. Das Feature soll irgendwann noch kommen, geht auch noch nicht. Na? Wenn man ja, ich habe zwar ja den Discord-Bot an ja den Twitch-Bot hier gekoppelt. Na? Das einzige, was geht, sind so Emotes. Na? Weil was ihr dann hier rüberschicken lassen könntest, das würde gehen. Na? Dass ihr in dem Chatbot da sagst, ja hier, da und da und dort und so. Na? Sich dir je
Alter, also geht. Ja gut, 60 bin ich nochmal, ne? Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja. Ja, das Einzige, was definitiv funktioniert, dass wenn ich online bin oder so, dass das dann hier in den Livestream, Channel reinpostet, das geht auf jeden Fall. Aber alles Weitere soll irgendwann noch kommen hier. Na gut. Mir geht ja gerade erstmal nicht. Machen wir einfach die Mission weiter. Ich sehe sogar immer noch zu Sequenz 2. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gemacht hatte. Hallo, Edward. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ach, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, danke. Hier entlang. Hier, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Okay. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. So, ich glaube, hier war ich auch. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Runter da, mein Gott. Achtet auf Straßen und Gassen, die können überall sein. Läuft. Komm mir nicht quer und
So geht's halt kaum hin. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Boah, Mann, 2 Jahre später zieht sie auch. Mach langsam. Wow. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Ja, was denn? Was doch, 250? Hä? Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Was? So tötet er den jetzt? Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Ich hab doch aber gar nicht Viereck gedrückt hier, das ist doch scheiße. Langsam, dann wird's leichter für uns beide. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Hä? Meine Güte. Das ist ja so gut. Unglaublich. Bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios. Nun zu euch, Mr. Walpole.
Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition, Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Naja. Das läuft ja. Fast die Missionsziele fertig, Ade. Ah. Nö. Schade. Oh, da unten, sonst haben wir ja nichts, ne? Nee. Nicht sein, dass hier nur irgendwelche Mädels oder so ein Scheiß sind. Ah ja. Los, Welle, kommt jetzt an hier. Mein Leben gehört euch, Capitano. So nicht. Ach, da ist der einen. Hä? Was ist der vorher auf einmal nicht mehr da war? Als Target? Müsst ihr ja fast, ne? Dach Channel. Neu läuft's ja. Ist so wie gefühlt typischer Montag, obwohl es ja Dienstag ist, aber. Okay. ¿No han perdido la razón?
Avísese. ¿Qué diablos está haciendo? ¡Puedo abatirlo! Creo que puedo darle. Im Laufe wieder vor. Aber müsste trotzdem jetzt schon genommen haben, oder? Ja, hat auch. Lol. Okay, nice. Gut, dann ist Wurst. Den letzten können wir ja noch fix machen. Ja. Oh, solange es trotzdem als abgeschossen zählt, die reale zählen auch hoch, ist mir das eigentlich relativ gerade Schnurz. Da wird sogar gerade im Gegenteil sogar schneller gehen manchmal, ne? Dass ich mich einfach mit Absicht dann sterben lasse. Oder halt desynchronisieren lasse, weil sterben geht da nicht. So. Immer die Ausreden, ja. Sagen, boah, wo bin ich denn jetzt? Eher nicht, Carmen, eher nicht. Na, das ist nee. Oh, wenn ich gerade schon hier bin. Netzsteuerung manchmal. Hüpf rein, hoch, runter. Wenn ich darüber springt. Mein Gott. Die Leute sind da runter. Was soll denn das? So. Meine Fresse. Jo, bei Odyssey hast du nicht ganz so viele Optionen wie jetzt hier. Na, das ist halt ja, ich sag mal, so viele Möglichkeiten, was du da auf einen Schlag hättest, im Gegensatz zu Odyssey. Da ist es ja so ein bisschen reduzierter, dass du hier nicht ganz so viele Möglichkeiten hast, ja irgendwo hier, was ich da zu interagieren. Da geht das hier schneller.
So, ich glaube kurz testen, wie lange die Schnellreise dauert. Ah ja, okay, nice. Das ist angenehm. Wollt ihr mit mir trinken, Edward? Oh, alles klar. Gut, das kennt ihr jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So, machen wir hier mal ein ganz kleines Päuschen rein, würde ich behaupten. Und dann datteln wir hier weiter. Ja, schauen wir mal. Na, unglaublicher Show. Tagskiller. 8% hier. Nee, kann man machen, aber nicht. Ja, ganz kurz Pause, ich gleich nochmal weiter, bis gleich.
So, da ist er wieder. Tag, Rocknrolli. Genau, alles klar. Machen wir jetzt hier Mission hier. Also weiter. Gut, und dann schauen wir mal. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt... Ja, ganz gut, Rocknrolli. Und bei dir so? Na? Habt ihr jemals, Ist zwar theoretisch Montag, man merkt's auch, aber passt trotzdem. Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. Oh, so eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ja. Okay, hier war ich doch. Hier war ich doch. Ja, Tag, Rope. Nein. Wäre es auch, glaube ich, auch so einfach. Hui, 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 hui. Oh nö, warte mal. Warte mal. Probieren wir gerade nochmal. Ah!
So machen wir das so. Geh weg. Läuft. Oh je. Ja, Skiller, ja. Dann kommst du wieder in zwei Wochen oder so weit, ne? Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin. Das ist für Montag, okay. Ja, gut, ist ja absehbar. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Der kriegt mal ins Killer. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich habe euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ah, 100%. Easy. Nice. Endlich mal eine Mission hier. Ah, weiter. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Ja, schwarz. Senna, cómetela rápido. ¿Has tu hunger? Okay. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Ich wollte gut hier.
Ah, ja, guck mal, mal hier, dass wir da 100% kriegen, ja? Aha, 3 von 3, was läuft. So, haben wir es für das Jahr. Ja, selber Zuschauer. Da haben wir schon halb gedacht, was rechnen wir ja diese Cutscene aber mit hier Schiff und Segeln und Hafen reinfahren und so. Jetzt habe ich Waffenskiller. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Oh, jetzt ist aber sehr kaum. 3 Minuten hast du bis 10, ne? Geil. Ja gut, Sächle Carmen, ne? Bis moin. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist eine Brücke in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Oh. Nice. Ne? Oh Mann. Okay. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Lesen? Was liest sie denn? Also welches Buch? Surprise! Prisioneros han escapado. Geil. Also die Mission hier zeigt mir das alles gar nichts mehr. Das ist hier. Da war ich noch nicht. Ja klar, PS4, ne? That is remastered, richtig. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Double kill. Nee, mit online. Und das Online-Game hier ist super. Hui. So. What? Ach, komm schon. Jetzt fällt er runter ums Schiff.
esto. So. Ja, hier ist keine keine Piraten. Naja, so. Das optionale Missionsziel können wir ja auch gleich wieder mitmachen. Na. Gut. Passt. So, komm mal raus, Leute. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Optional erledigt, ne? 23 Hammer. Ja. Passt, passt, passt. Aus mal klären. So. Ja, oh, schickes Schiff, reif für den Anfang. Geil. Alle an Bord, Leute! Ding könnt ihr bei eurem Begräbnis hier Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Hurricane. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Bereit zu feuern! Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Ein Salve genau da rein! Feuer! Haben Treffer eingesteckt!
Mehr Ärger, Captain! Bleib außerhalb ihrer Schussweite! Wir sind zu stark, Captain! Die werden uns versenken! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Kleines Kaliber! Feuer! Aber die Reichweite ist gefährlich! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! So gut wie fertig! Ja, okay. Wow. Ja. Ist aber so hier. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, so langsam. Sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Oh, was ist so? Ja, das ist ja langweilig. Ich wollte es ja mal ausprobieren, ne? Auch gehen diese dicken Schiffe ja natürlich mit der. Ich sehe sie. Mit der Tröte hier noch keine Chance, ja? Ja. Feindliches Feuer! Sie haben uns, Captain! Feuer! Yeah! Feuer! Und das Feuer! Der Waffenbefehle, Captain! Wasserhose! Geil! Quatsch, voll rüber. Geht schon. Okay, die Hose vielleicht erst hier nicht so. Wow, das hat auch eine gewaltige Anziehungskraft. Hui, 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 hui. Okay, da muss ich weiter weg. Wasserhose, ausweichen! Ist aber egal gemacht. Ja, ich finde jetzt, das müsst ihr jetzt auch von vom Einstieg her besser wie Odyssey. Von der Steuerung und so weiter drum und dran. Nein. Au. Also hier kommt das Feeling, sagen wir mal, besser rüber. Na. Weil das wieder Riesenwellen und so weiter drunter, das ging ja bei Odyssey ein bisschen unter. Na. Alter Vater. Das war jetzt geil. Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Other Wally. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern!
Wir nehmen die Gute mit heim. Und zack, wieder 100%. Na, also, solange ich so was weiß. Aber die war geil. Pupp, sehr gut. Ja, weiter. Jetzt weiß ich es alle. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Nein. Ach ja, da war ja was. Ach ja, so. Immer das Gleiche, ja. So. Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Ja, danke, Skiller. Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir, jagen. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Nähgarn taugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Bereit! Bereit zu feiern, Sir! Hä? Leesegel einholen! Einholen! Vorsegel einholen! Kommt, Kameraden, der Vater Tod zählt auf uns! Yo, heave, to! Heave, heave! Nee. Ah, Mist. Nice. So, das muss ich jetzt gerade mal testen. Cool. Oh.
Ne, die lassen wir nur spontan. Das lassen wir nur spontan, ja. So geschlossene Verband ist immer scheiße meistens. Ja. Achso, ne, ich muss darüber segeln. Okay. Moment. Captain steuert selbst. Los, Segel, los geht's! An die Stagen, wir holen dich! Oh, Deckung in Teilen. Läuft. Hä? Wir zerschellen an Lanzer! Auf geil, auf geil! Ne, ich dachte, da muss ich doch überspringen, oder? Das ist einfach mal, ja. Ah. Passt. So, und dann ein Ocelot von oben. Oh, der wollte da hochkommen. Nicht? Toll. Geht doch. Alles zurück zum Schiff, okay. Ah, es wollte noch mal ein Lego an.
Ah. Boah, hast du dich daneben geschossen? Nee. Läuft. Das höchste Erstellen ist in das Upgrade herstellen. Okay. Was ist das nochmal? Holstock ist das Upgrade. Ah ja, gut. Das ist dann eh so wie klar. Ja, geil. Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Richten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Bei Nassau muss ich immer bei Kino kann man Sassau denken. Nämlich genau da, wo ich dann das Problem habe. Wenn ich da weiter spielen würde. So, das passt auch. Weiter. Mehrere Pistolen, ja, genau. Krieg die Hauptsegel in den Wind! Wir nähern uns den Felsen, Sir! Ja, ja. Mehr Segel! Alle Segel! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Feuer! Präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Und sie nieder! Raus aus dem Bett! Das Schiff ist alles außer Betrieb, Sir! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Öffnet die Hauptsegel! Segelreffen raus aus der Böe! An die Geldtaue! Wie schießt ihr noch? Topf! Rahm! Machsegel! D-Segel raus! Feuer! Sie wird uns entkommen! Nimm die fette Schosse! Geht gleich unter! Erwarten Befehl! Feuer! Kopfsegel reffen! Na toll! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Der Gegner Feuer! Bekommt Verstärkung, Sir! Runter auf den Grund! Achtung!
Ne? Feuer! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain! So müssen die jetzt alle untergehen, was soll das? Scheiße. Setzt jeden Zoll Segel! Los, ihr Faulpelzer, an die Schoten! Gehen die da alle unter? Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Wir halten den Wind so gut sie es kann. Treibt gut in Sicht, Captain. Mars und Tom Segelberg. Mit Schmackes. Feuer! Da sind sie am empfindlich. Feuer! Bereit zu schießen, Sir. Zu weit weg. Was? Das macht Fehls. Das ist auch ein bisschen lösbar, oder? Gott, hier der Umzug zu einer Real ist ein Hauptmeister. Okay. Ja. Ja, das macht echt Fehls, ja, das haben sie geil, richtig geil gemacht. Ne, jetzt aber es mal nicht. Warte mal. Aha. Ja, doch passt da rechts rum, ja, okay, das passt schon. Ab in die Wanden und heiß Barmsegel! Alles Segel, Bewegung! Alles! Ach, das Ding, pff. Hä? Topsegel reffen! Ne, 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 ne. Und so viel Segel, wie ihr könnt! Reine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Gegner feuert! An Steuer, Captain, du reißt uns in Stücke! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Los,
Hochsegel vieren. Macht schon! Er hat uns Feuer erwischt! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Ich gehe am Tor zur Hölle. Ups. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Naja, ja. Wurde nicht umsonst gesagt, dass Black Flag als der beste Assassin's Creed Teil ist. Na, also. Steuerbord, Captain. Ich habe ja auch schon ähnlich gespielt, also muss ich echt sagen, also das ist sehr nah dran an dieser Aussage. Hauptsegel aufgehalten, Hauptsegel bergen. Alter, das ist geil. Segel setzen, Bewegung. Leesegel heißen, los geht's. Alle Segel klar zum Setzen. Geht es trotzdem wieder einsammeln, ja, ne? Ja. Alle außer Großberg! Segel hoch, aufgeil! Top! Ram! Schmachsegel! Ja. Usch. So. Naja, Odyssey ist schlechter. Also statt jetzt. Mit der Norbert, wie siehst du, dass das Schiff upgrade ist, aber Odyssey fand ich hier schlechter, weil es zu einfach ist. Na? Also das ist ein bisschen realistischer, sag ich mal. Sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Hi. Ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Odyssey ist halt eher Richtung Casual, sag mal. Das ist hier ein Titel anspruchsvoller. Ja. Ja, ne? Gehen wir's mit ein. Hä? I only trade with ship captains. I only trade with ship captains. I only trade with ship captains. Okay, das scheint wohl noch nicht zu funktionieren. Ist wahrscheinlich gerade einer der blödsten Dinger, die wir ausgewählt haben. Ach, dann nehmen wir den. Weil du echt nichts siehst, ne? Boah. So, schon besser. Das ist immer noch eines der besten Sachen bei ihr. Es ist really egal welcher Teil. Das hochklettert dann ist. Das ist nice. Die fällt mir immer wieder. Ja, gut, können wir ja kurz mal die Kiste hier holen.
Hä? So, willst du kurz mal die Kiste holen? Autsch. Ah, alles klar. Naja, tickle mal einfach kurz zu der Mission ein. Machen wir halt die mal. Lol. Ah, okay, das ist das. Ja, kannst du. Wenn ich jetzt hier wieder rangehen würde, habe ich ja vorher ausgemacht. Hier, da. Hier auf Viereckschnellreise. Na. Da kommt ja so eine Siegersabfrage, ob es wirklich machen will. Na. Das geht. Und jetzt sogar relativ entspannt schnell. Also, kann man nichts sagen. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Ja gut, das brauchst du ja aber, wenn du ja hier gefühlt 20.000 Inseln hast. Ne, das wäre scheiße sonst. Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor zwei Wochen kam ja, ein Schiff... Ja, das ist gefühlt, ne? ...und fühlt sich an, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Ja, na, diese Anzeige, was? Repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Okay. Ja, gut, das dachte ich mir schon. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Ist hier oben? Nee. Vielleicht sparen wir dem König das Geld und schlitzen dich gleich auf, du Wurm. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja, Odyssey ist größer. Ja, ja, ja. Ja, und die haben aber nicht viel hier Geld bei ihr. Ja, hier war eine Nebenmission. Da, da und irgendwo im Wasser. Tilgen wir es erstmal dahin, ja? Machen wir es mal das. Aber nicht jetzt. So, ich mache nochmal ein kleines Bäuschen rein und dann machen wir hier weiter hier mit den Wachen entwaffnen und töten. Da muss ich mal gucken, wie das nochmal war, weil es war ein bisschen komplizierter hier, glaube ich. Ja. Aber machen wir gleich. Ja, kurze Pause, bis gleich. Ja, gleich wieder da. So.
So, da sind wir wieder. Ja, wenn zweimal X drückt, zweimal drauf drückt, ist scheiße, ne? Jo, gut. Weiter geht's. Im Text. Holen wir uns mal deinen Aussichtspunkt hier. Und dann ist der Dude hier. Danke, Lara. Ach ne, Moment, wenn ich das jetzt hier gerade schon sehe. Moment, dann machen wir doch nicht das. Ja, probieren wir es einfach mal. You can come with me. Ja, okay, bei dem wird es nicht gehen. Das ist oben, das ist scheiße. Welcher ist jetzt näher? Rechts von mir. Naja, geht schon. Hüp, 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 hüp. Inwiefern fast alles gepackt? Achso, für dein hier Spanien oder was? Gut. Ja, haben wir die Truhe da noch. Achso. Auch nicht schlecht. Könnte eigentlich. Stop! This won't last long. Bleib da! Okay. Wieso auch immer das nicht geht. Hm. Geht denn nicht? Komisch. Ja. Was ist eigentlich hier?
Dachte ich von dazu, ja. Eigentlich aus Kreis dann X, dachte ich eigentlich hier mit dem Entwaffnen da. Ich mal irgendwo her ein paar Mädels. Nö. Ne, Kämpfer hole ich jetzt keine. Ja gut, hol mal die wieder, ne? Jo, wisst ihr mal, als Killer, ne? Dann immer einen schönen Abend hier und eine schöne Zeit. Also viel Spaß da bei dem Festival. Na? Bringst du aber für mich was mit? So zwei, drei Bierchen gehen schon. Ich da irgendwo durch. Ja, okay, krass. 84. Zeigt es ihn. Aha! Sirenengesang läuft. So, dann haben wir die Trophy auch. Ah, guck mal, da wären auch welche gewesen. Egal. Danke, danke. Ja, haben doch gleich die da. Treibt doch gleich Unzucht mit dem Teufel! Bam, was? Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Ja, okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, jetzt wird kein weiterer anheuern. Wollen wir irgendwo Gegner. Edda? Was ist mit der Edda? Oh, auf was gehst du zu aus, Holger? Oh, was hast du zu aus vor, sagen wir mal so. Okay. Oh
irgendwo. Na, natürlich, ja, das war dein, ne? Auf jeden Fall immer noch Gegner, ja. Das ist nochmal testen kann mit dem Kontern da, Quatsch, ja. Ja, aushebeln und so. Das Sperrgebiet, da klingt doch nice. Ja, trotzdem mal noch, obwohl, warte mal, bevor ich da runtergehe. Besauen. Schneide ich nicht. Oder war es für so? Ja, aber jetzt trotzdem nicht. Wie das hier funktioniert mit den Waffen, habe ich keine Ahnung, ja. Wow.
away. Get a hold of that man! Clear as day. Fish in a barrel, mate. Kein Plan hier. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Wieso finde ich es so, yo, so auf die Stelle hier? Plan. Okay, die vier auf einmal ist auch ein bisschen blöd. Na, da auch. Was soll denn all das jammern und stöhnen? Ist etwas passiert? Soldaten kamen, das ist passiert. Vom König höchstpersönlich. Hallo. Hä? Wenn noch da weiter, was soll denn das jetzt? Nö, wollen. Kann ich stopp hier. Ah, schnell daran. Ah, ich sehe darf nicht, okay. Alles klar. Fallen lassen. Ups, falsche Taste. Läuft.
Huh. Okay, gut. Sehr nice. So, dann können wir jetzt Mission abschließen hier. Okay, Waffe ist zwar sehr nice, aber niederschlagen wir in dem Fall doch lieber. Weil das ist einfacher. Scheiße, wo gehen wir denn jetzt? Naja. Gut. Hä? Welche Hinrichtung denn? Ah. Das hier, oder? Ja. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler läuft. Hui, hui, hui. Ja, komm, komm mal, ja, wir machen, ja. So. Ah ja. Ja gut, wenn ich den Punkt da schon, dann könnte ich schneller reisen, ne? Wäre dann sinnvoller. Naja. Da. Die Tavernen. Mai.
Na, oh, puh. Okay. Muss er mich da gleich entdecken, ja? Ohne Schitte. Alter. Na also. Ach so, ja, das muss ich auch gleich sagen, ne? So, erstmal hier synchronisieren, ne? Scheiß auf Infight. Und schwupps, bist du outfight. Nice. Ups. Alter, also, die ist gerade ins Wasser getreten, ja, ne? Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle machen muss. Naja, gehen wir aus die Mission ab, weil ich muss ja dazu fähigweise eh dann irgendwie in der Nähe. Weil stehen wir ja eh hier schon. Na. Dann können wir das hier auch gleich machen. So. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab. Mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold wert. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Ja. Oh. Okay. Ja, guck mal, ja, das haben wir nicht. Das Seil schießen. Pff. Na dann. Ja.
Komm mal her. Nö, macht nix. Morgen. Bin auch mal so nett. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! Okay. Hui. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Dann bringe uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gefühle. Du wirst sehen, deine Opfer müssen stets die Ja, ja. Anregende Idee im Hinterkopf behalten, wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Feuere nach Belieben. Und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Muss ich mal näher ranfahren, ja? Oh, Moment. Naja, egal. Wurschelung, wenn fünf erfunden wird, muss ja fünfmal hier vom Seil aus ändern. Also hier Gegner killen. Hidengo und Buendia, Senor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Fährt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Nichts verstehe. Naja. Guter Fang heute, Camry. Eine
halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Oh. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und... Na komm. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Oh, liegt die nächste auf dem Weg noch hier? Direkt oder was? Schweinerei. Ja, da hinten. Ein Kanonenboot. So. Passt. Mittelstarken Rumpf kaufen. Hm. Schiff-Upgrades. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Kaffeesegel lockern! Einholen! Hä? In que le puedo ayudar? So, klar. Jupp. Alter, das wohl. Geil. Oh. 10 Leute mit Drehbasen töten, 3 Stück. Ups. Naja, so. Aber auch lustig. Ah ja. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Jagdschiff bin dann... Leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Und um die Marine hervorzulocken, dichtet man am besten etwas Unheil. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Das genau. Wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht abfeuern, ne? Scheiße, ja.
Allen Schotthorn, an die Schoten! Wir sind aus. Ja, Fenrohr, ja. Segel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brig aufzubringen? Alles klar. Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Die können ebenso ran wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein. Oder? Nein, gute Idee. Feuer! Ja! Alle Mann an Deck! Auf dein Segelreffen raus aus der Bö! Wir machen so schnell wir können! Sind bereit, Sir! Feuer! Ah, wieder Windows Update, ja. Konzentrier dich aufs Ruder! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Wir stoßen zusammen! Feuer! Ja! Ja! Feuer! Ihnen könntest du verhindern, dass sie uns rammen. Feuer! Alter, Vater. Geil. Na komm. Alle Segel setzen! Griff die Top- und Bramsegel! Jetzt gilt es, Jungs! Tretet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken! Das ist ein lustiges Ding. Ich in hier, um Seil zu springen. Und dann da gleich eins zu töten. Ja, cool. Alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir.
Marches hear the old man say. Vorsegel setzen! Hoch, Leute! An die Bramsegel! So, so jetzt wird das da. Wo ist denn da? Ja. So, wo bist du gerade nochmal, ja? So viel Segel, wie ihr könnt! Aufschließen! Segel setzen! Hinter dir! Weil das kann ja jetzt nicht so schwer sein, ne? Kopfsegel ab! Da kommen sie! Sie da hier, und die Landrappen ein! Die mal ins Target kriegen. Boah, warte mal. Nein. Minus eins. Da? Im Ernst? Scheiße. Also ein. Einmal will ich das hinkriegen, ja? Hm. Nö. Das gibt's halt nicht hier. Scheiße da. Ja. Irgendwann klappt's so, ja. Feuer! Ups. Bestieren und Fahrt aufnehmen! Sind bereit, Sir! Lass uns den Wind reiten! Segel heißen, los geht's! Let's top, Bram und Marssegel! Captain, Fleisch für die Suppe, nur eine Harpune, alle außer Großbergen! Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain! Segelbergen! Bindet die Harpunen los! Bringt den Kahn zum Stillstand! Hol mir das auch mal. Wer wie auch falsch schlafen, geht's ja nicht. Da ist das Vieh! Ah, okay. Keine Sticher, Captain! Es geht los! Hab dich! Hab dich! Boah. Hätte ich jetzt wieder mal auf darüber zu zielen.
Der Fix. Mai. Das Seil ist gerissen. Seht ihr irgendwas? Er kommt auf uns zu. Direkt voraus. Festhalten! Gott. Er zieht. Was ein Bullshit hier. Erledige ihn, Sir. Er ist geschafft. Diesen Fisch. Und mal wieder Fische jagen. Sorry, Fisch, aber du musst irgendwie fast nicht im Spiel dran glauben, ja. Ne? Ein echtes Monster! Na cool. Gut gemacht, Captain! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Windsegel, wir reiten die Böe! Irgendwas hat mit dem Kanonenboot, ne? Ist aber echt kacke, dass du währenddessen hier nicht siehst, hier was da für Nebenmissionsziele sind, oder sieht man das irgendwo? Na, hier jetzt schon mal nicht. Ah, doch, hier. Ah, okay, lol. Soll mal auf die Options drücken, ne? Ein Jagdschiff plündern. Ah, okay, das ist was anderes. Servus, Zero. Wo zur Hölle kriegt denn jetzt das Jagdschiff her? Tragbar, Schiffbrüchiger, noch am Leben, denke ich. Langsam sie mit Ketten geschossen.
Sir! Der Waffenbefehl hat einen guten platzierten Schuss! Feuer! Ne. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Feuer! Fick dich. Ja, nice. Hat zwar jetzt kein Metall mit, aber... Ich hoffe mal auf so ein scheiß Kinder hier, Dingsbums hier. Enter, Seil, Action, Totenschlag, keine Ahnung. Die Beute. Ah. So. Was sagen wir? Ist denn jetzt? Zieh doch mal ran, die Scheiße. Das sieht's ja nicht, Alter. Ah. Kann ja jetzt so schwer sein. Ja, kapern ist eine Schießentführung. Oder nicht? Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, Alter. Irgendwie bin ich dafür, das ist blöd hier. Oh Mann, oh. Entern habe ich noch nie gegessen, oh Gott. Ja, ne? So, wo ich jetzt höre, kriege ich jetzt so ein anderes Shifting Star fürs optionale Ziel. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Bringt jeden fetzigen Stoff in den Wind. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Jagdschiff. Bei mir ist gerade Schoner hier, Brick und so, der Kanonenboot fährt er hier gar nicht rum. Oh,
Feuer! Das Treffer könnte sie lachen! Kriegsschiff in Sicht! Kanone bereit! Ups! Feuer! Feuer! Dort ist die Verwundbarke! Gut, also das war's auf jeden Fall nicht. Es sind Piratenjäger! Ja, dann trifft sie gut, die haben jetzt zumindest das Metall da. Das ist echt keine Ahnung, was die da meinen. Naja. Stopp! Bram! Feuer! Aufteilen! Nehmt Druck vom Baum! Feuer, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Feuer! Arbeiten dran, Sir! Sie darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Feuer! Feuer! Du wirst uns versenken! Haltet euch fest! Jula, steht da auch noch Brick dran oder muss ich dann Piratenjäger werden? Oder Piratenjäger abkriegen, so rum. Weil steht da auch noch Brick dran, ich dachte, ihr steht dann dran oder irgendwie so. So. Ah, okay. Ja, nice. Ja, gut, sag ich, Predator, dann haust du rein, schönen Abend dir noch. Bis morgen, wenn du willst. Oh, das gibt einen Sinn, ein Piratenjäger, Jagdschiff, ja. Ich dachte, wie gesagt, dass dann als Name dran steht und nicht nur Brick. Na. Irgendwie ein anderes Teil sein, das kann doch nicht sein.
Bums. Okay, ja. So eine Keilerei, bei Gott. Nice. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ja, cool. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Ja, alles macht Fels. Und definitiv auch hier, ich finde das hier besser, wie Odyssey. Ja. Schiff fahren und so weiter. Segelreffen raus aus der Bö! Bereit machen für Aufschlag! Steuern genau auf die Klippen zu! Aufändern! Alle klar zum Bergen! Warte mal, ist die doch, aber wenn, dann eher doch die. Ey. Ne, das ist theoretisch schon das. Hm. Naja. Mal kurz her. Na toll. Kommen Sie der Hauptgeschichte weiter voran. Wow. Okay. Nee. Ja. Extra Wald für Fisch. Hecho, suerte. Musst du unerwünscht. 200, wow. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Hi. Eine gute Idee. Da. Läuft. Da. Ganz wichtig. Ja, okay, als nächstes müssen wir wohin? Da hinten. Wow. Okay, da hat er nur ein bisschen was zu tun hier. Ah ja, die Karte ist gar nicht Odyssey. Einfach. Weil einfach ist. Ist das? Ah. Achso, Havana.
Ah. Ja, cool. Also hier dieses geile, ja, kaiserliche Schiff da. Ne, also den lassen wir lieber. Ich glaube mal, ja, das hat noch ein bisschen mehr Bums, wie meinen Sie, ja? Ja. Was soll ich eigentlich behaupten? Weil, da machen wir da aus, hier haben, lass mich kurz überlegen, jetzt haben wir ja Dienstag. Morgen ist Kingdom Come, Donnerstag ist, ja, na, ey. Ja, genau. Donnerstag ist ja dann Kino, Quatsch, Elite Dangerous. Dann ist sie auf Freitag theoretisch hier wieder AC Black Flag. Na, durfte aber ganz gut hinhauen. Muss ich behaupten, ja, mit der Reihenfolge hier. Aber für jetzt hier lassen wir das mal gut sein. Na ja, klar, morgen früh wieder raus und so weiter. Ja, eine Trophy gab es ja zumindest hier mit Sirenengesang. Ist aber ja, ja so eine Sonderlocken-Trophy hier. 19% haben wir jetzt. Na, da. Ultra selten 3,6%. Okay. Ja, aber die erste Trophy jetzt für mich hier so gesehen im Story-Modus hier mit Stream-Variante. Und ja, na, müssen wir mal schauen hier, wie weit es weitergeht. Freitag, ob wir dann jede Menge hinkriegen, wenn wir da hier das Ding 6 Stunden durchballern. Da geht dann einiges mehr. Ja, aber jetzt hier leider nur erstmal so weit, aber es wird nichts. Ich mal, das passt eigentlich ganz gut. Können wir da hier noch irgendwie was machen hier? Nö. Nö. Alles klar. Herstellen ist tatsächlich nicht verfügbar. Ja gut, das ist klar bei den ganzen Pelzdinger, ja. Buckelwalhaut. Das ist jetzt 0, benötigt 2. Hirschpelz. Naja, egal. So, lass es jetzt gut sein hier. Morgen geht's weiter hier mit der Kingdom Come Deliverance, beziehungsweise hast hier weiter, ja, neuer Cheat freigeschaltet. Da ja, ist leider mit Reset. Na, aber man hat ja die ganzen Nebenmissionen schon gesehen, aber gut, da geht's schneller hier. Weil ich ja jetzt weiß, was ich zu tun habe. Trotzdem halt, bisschen blöd. Dass ich jetzt hier nochmal zurück ballern muss, ein paar Stündchen, aber gut. Ja, so heute, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und dann, wenn ihr wollt, bis heute Abend bei Kingdom Come Deliverance. So, haut rein, gut Sächle, tschüss.